So, jetzt habt ihr die 40 festen Maschen gemacht und jetzt machen wir als nächstes 8 feste Maschen und eine Abnahme mal 4. Das heißt also 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt die erste Abnahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt die zweite Abnahme. Ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt die dritte Abnahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die vierte Abnahme jetzt hier. So, jetzt müsstet ihr 36 feste Maschen in dieser Runde haben. Und jetzt häkeln wir 3 Runden lang mit 36 festen Maschen und sehen uns danach wieder. Also ihr häkelt jetzt selbstständig 3 Runden mit 36 festen Maschen und danach sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt habt ihr die 3 Runden mit jeweils 36 festen Maschen gemacht. Jetzt machen wir einmal in der nächsten Runde einmal 4 feste Maschen, eine Abnahme und das machen wir 6-mal. Das heißt also hier 1, 2, 3, 4 feste Maschen, erste Abnahme, 1, 2, 3, 4 feste Maschen, die zweite Abnahme, 1, 2, 3, 4 feste Maschen, die dritte Abnahme, 1, 2, 3, 4 feste Maschen, die vierte Abnahme, 1, 2, 3, 4 feste Maschen, die fünfte Abnahme. Und dann 1, 2, 3, 4 feste Maschen und die sechste Abnahme. So, jetzt müsstet ihr 30 feste Maschen in dieser Runde haben. Jetzt machen wir weitere 3 Runden mit jeweils 30 festen Maschen und sehen uns danach wieder. Also ihr häkelt jetzt 3 Runden mit 30 festen Maschen. Bis gleich. So, als nächstes nach den 3 Runden mit 30 festen Maschen werden wir jetzt einmal 3 feste Maschen und eine Abnahme machen, sodass wir dann auf 24 feste Maschen kommen. Das heißt also 1, 2, 3 feste Maschen, erste Abnahme, 1, 2, 3 feste Maschen, die zweite Abnahme, 1, 2, 3 feste Maschen, die dritte Abnahme, 1, 2, 3 feste Maschen, die vierte Abnahme, 1, 2, 3 feste Maschen, die fünfte und 1, 2,
3 feste Maschen und hier ist die sechste Abnahme. Jetzt habt ihr 24 feste Maschen und wir werden jetzt eine Runde mit 24 festen Maschen häkeln. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und hier ist die 24 einmal. Als nächstes machen wir 2 feste Maschen und eine Abnahme. 1, 2 feste Maschen, die erste Abnahme. 1, 2 feste Maschen, das ist die zweite Abnahme. 1, 2 feste Maschen, das ist die dritte. 1, 2 feste Maschen, das ist die vierte. 1, 2 feste Maschen, das ist die fünfte. 1, 2 feste Maschen und das ist die sechste Abnahme. Jetzt müsstet ihr mittlerweile 18 feste Maschen haben und die häkeln wir jetzt auch. Also 18 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt legt ihr einmal das beiseite. Wir wollen jetzt einmal die Flügel häkeln, weil die Flügel kommen gleich da mit dran. Also einen Flügel habe ich jetzt hier schon gemacht und wir machen jetzt einmal den zweiten Flügel zusammen. Das heißt also, ihr nehmt jetzt einfach nochmal weißes Garn. Ich nehme dann jetzt einfach die andere Seite von dem Knäuel, um das jetzt einfach mal zu beginnen damit. Und jetzt machen wir einmal wieder sechs feste Maschen in den Maschenring. Ich mache jetzt einmal zwei Luftmaschen, wie immer. Mache da jetzt einmal in die zweite Luftmasche sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt wollen wir einmal wieder eine Kettmasche in die erste Masche machen. Die nächste Runde ist auch noch sechsmal verdoppeln. Das heißt also, erste Verdopplung, zweite Verdopplung. Dritte Verdopplung.
Vierte Verdopplung. Fünfte Verdopplung. Und die sechste Verdopplung. Jetzt machen wir einmal eine feste Masche, eine Verdopplung mal 6. Das heißt, eine feste Masche, eine Verdopplung. Eine feste Masche, zweite Verdopplung. Eine feste Masche, die dritte Verdopplung. Eine feste Masche, die vierte Verdopplung. Eine feste Masche, die fünfte Verdopplung. Eine feste Masche und die sechste Verdopplung. Jetzt machen wir 2 Runden mit 18 festen Maschen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Muss mal eben kurz in Knoten und komme dann gleich wieder. Also ihr macht jetzt 2 Runden mit jeweils 18 festen Maschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir einmal die 2 Runden mit 18 festen Maschen gemacht und ich habe jetzt auch meine Knoten wieder entfernt hier. Jetzt machen wir einmal 2 feste Maschen und eine Verdopplung, sodass wir auf 24 feste Maschen kommen. Das heißt also 2 feste Maschen, eine Verdopplung mal 6. 1, 2 feste Maschen. Das ist die erste Verdopplung. 1, 2 feste Maschen, das ist die zweite Verdopplung. 1, 2 feste Maschen, das ist die dritte Verdopplung. 1, 2 feste Maschen, das ist die vierte. 1, 2 feste Maschen, das ist die fünfte. Und 1, 2 feste Maschen, das ist die sechste Verdopplung. Jetzt müsstet ihr 24 feste Maschen in dieser Runde haben. Jetzt häkeln wir nochmal 3 Runden mit 24 festen Maschen und sehen uns danach wieder. Bis gleich. So, jetzt habt ihr die 3 Runden gemacht mit 24 festen Maschen. Jetzt machen wir 2 feste Maschen und eine Abnahme. Und das machen wir auch wieder 6 Mal. 2 feste Maschen, die erste Abnahme. Dann 2 feste Maschen, zweite Abnahme. Dann 2 feste Maschen, die dritte Abnahme. 2 feste Maschen, die vierte Abnahme. 2 feste Maschen, die fünfte. Und noch einmal 2 feste Maschen und die sechste Abnahme. Jetzt müsstet ihr mittlerweile 18 feste Maschen in dieser Runde haben. Und wir häkeln jetzt 2 Runden mit jeweils 18 festen Maschen und sehen uns gleich danach wieder. Also 2 Runden mit 18 festen Maschen häkeln. So, als nächstes machen wir jetzt eine feste Masche, eine Abnahme und das machen wir 6 Mal. Das heißt, eine feste Masche, die erste Abnahme. Eine feste Masche, die zweite Abnahme. Eine feste Masche, die dritte Abnahme.
Eine feste Masche, die vierte Abnahme. Eine feste Masche, die fünfte Abnahme. Und eine feste Masche und die sechste Abnahme. So, als nächstes häkeln wir jetzt 12 feste Maschen. So, einfach eine Runde mit 12 festen Maschen häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11 und 12. Nun machen wir noch einmal 6 Abnahmen. Eins, zwei, drei, vier. 5 und hier ist die 6. Wir legen den Flügel zusammen und dann machen wir das einmal. Den Flügel machen wir jetzt mit 3 festen Maschen fest. Das heißt also 1, 2, 3 feste Maschen und somit ist er fest oder beziehungsweise zu. Dann könnt ihr den Faden abschneiden. Ihr braucht jetzt den Faden nicht so lang abzuschneiden, weil wir das jetzt gleich einmal an den Körper dran häkeln. So, davon braucht ihr auch jeweils dann 2 Stück. So. Jetzt sind wir wieder mit hier angekommen, an unserem Körper, weil jetzt können wir nämlich gleich auch die Flügel einmal anhäkeln. Wir machen jetzt einmal, also es kann sich bei euch verschieben, je nachdem, wie fest oder locker ihr häkelt, kann es sein, dass sich bei euch etwas verschiebt. Bei mir ist es jetzt so, dass ich dann einmal. So, also bei mir ist es dann einmal so, dass ich dann 6 feste Maschen häkle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich jetzt einmal den ersten Flügel mit 3 festen Maschen rein. Das heißt, 1, 2, 3. Dann mache ich wieder 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann mache ich den zweiten Flügel mit 3 festen Maschen rein. Eins, zwei, drei. Sollte sich das bei euch etwas verschieben, ist ganz einfach, dann legt ihr einfach den Maschenmarkierer hinter dem zweiten Flügel. Ne, es kann sein, dass sich das bei euch etwas verschiebt, dann einfach dementsprechend den Maschenmarkierer hinter den zweiten Flügel setzen. So, jetzt häkelt ihr einmal selbstständig 18 feste Maschen in dieser Runde und danach sehen wir uns dann, Moment, schon mal, ja, 18 feste Maschen und danach sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, nach den 18 festen Maschen machen wir jetzt eine feste Masche, eine Abnahme und das machen wir mal 6. Eine feste Masche ist die erste Abnahme. Eine feste Masche, das ist die zweite Abnahme. Das ist eine feste Masche.
Dritte Abnahme. Eine feste Masche. Die vierte Abnahme. Eine feste Masche. Fünfte Abnahme. Und eine feste Masche. Und das ist die sechste Abnahme. Jetzt haben wir 12 feste Maschen in dieser Runde noch. Jetzt machen wir noch eine Runde mit 6 Abnahmen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier einmal die 6. So, 6 Abnahmen. Ja, jetzt können wir eigentlich hier abschneiden. Jetzt haben wir den Körper nämlich auch schon fertig. Mach das immer ein bisschen länger. Dann einmal hier durchziehen. Achso, hier haben wir jetzt so eine kleine Stelle, wo es sich ein bisschen auffusselt. Ist kein Problem. So. Der Faden kommt nach innen, weil ich jetzt mit so einem Baumwollfaden das jetzt später annähen werde. So, jetzt können wir eigentlich weitermachen mit der Schnute. Und dafür brauchen wir jetzt wieder unsere gelbe Wolle. Ist ein bisschen viel, aber gut. Und da machen wir jetzt einmal 7 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann häkeln wir eine Verdopplung, also das hier wird nicht mitgezählt. Das hier natürlich, dann ist die erste Masche und wir häkeln aber in die zweite Masche eine Verdopplung. Eine Verdopplung. Dann einmal 4 feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Und in die letzte Masche kommen 3 feste Maschen. Das heißt 1, 2, 3 feste Maschen, damit wir hier um diese Kurve rumkommen. Jetzt drehen wir das alles um und häkeln 5 feste Maschen. Das heißt 1, 2, 3. 4, 5. So, so müsste es jetzt bei euch aussehen. Und jetzt machen wir noch 2 Runden mit jeweils 14 festen Maschen. Also ich häkle jetzt einfach 28 feste Maschen. Das sind ja auch 2 Runden. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das war die erste Runde. Und jetzt eine zweite Runde. 1, 2, 3, 4,
Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14 und hier in die Ecke machen wir jetzt so eine kleine Kettmasche. So. Faden abschneiden. Mal durchziehen. Hier kommt noch so der obligatorische Knoten rein. Und das auch feste ist. So. So, das kommt gleich an den Kopf. Aber wir machen jetzt noch einmal eben den Schwanz. Dafür brauchen wir noch mal unser Weiß. Und machen jetzt einmal fünf feste Maschen in den Maschenring. Oder wie ich mit meinen zwei Luftmaschen und dann die fünf festen Maschen da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machen wir einmal wieder unsere Kettmasche. So, jetzt machen wir eine feste Masche, eine Verdopplung und am Ende machen wir zweimal. Also eine feste Masche, eine Verdopplung. Und jetzt nochmal eine feste Masche, die zweite Verdopplung. Und am Ende kommt dann noch eine feste Masche. So, jetzt sind wir aus den fünf festen Maschen, haben wir jetzt sieben feste Maschen. Und jetzt machen wir noch mal eine Verdopplung. Das ist jetzt die nächste Runde. Und dann machen wir sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt müsstet ihr acht feste Maschen in dieser Runde haben. Sieht schon richtig süß aus, dieses kleine Schwänzchen. Das wird natürlich auch nicht gefüllt. Wir füllen eigentlich nur den Kopf. Hier wird es abgeschnitten. Und dann wollen wir mit vier festen Maschen dieses kleine Schwänzchen zusammenhäkeln. Das heißt also, jetzt einfach durch beide Schichten vier feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Somit habt ihr das Schwänzchen dann auch schon fertig. Ups. So. Als nächstes machen wir einmal alles erstmal an die Ente dran. Also wir nähen das jetzt alles einmal fest an die Ente, aber ich mache eben kurze Pause und hole mir mal eben weißes Baumwollgarn und dann sehen wir uns gleich zum Vernähen wieder. Bis gleich.